Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da ich letzte Woche auf der Equitana war, wollte ich heute mal für euch das Ausbeutevideo starten. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir haben eigentlich sehr viel geshoppt. Und ja, ich fange jetzt auch gleich mal an. Ja, zuerst habe ich für Donny eine Fliegenmütze von B&R gekauft. Die sollte eigentlich zu der Turnierschabracke von uns passen, die ja auch schwarz-türkis ist. Ich hatte leider noch nicht ge geschaut, ob es auch das richtige Türkis ist. Ja, ich glaube, die hat 15 € gekostet. Und die habe ich von dem Happy Horse Shop. Und ja, also wie eben schon gesagt, die Fliegenmütze ist von B&R. Dann habe ich auch passend zu unserem Fliegenmützchen auch noch eine türkis oder eine schwarz-türkisfarbene Abschutzdecke von der Firma Robbys gekauft. Ich kannte die Firma eigentlich vorher noch gar nicht. Ja, aber dennoch hat mir die Schabracke einfach super gut gefallen und ich denke, dass sie schön zu unserem ja, Turnieroutfit passt. Dann gab es für Donny noch ein paar neue Hufglocken mit Lammfell von der Firma Busse. Da unsere jetzt mittlerweile echt nicht mehr schön aussehen und teilweise auch nur noch irgendwie an einem Faden hängen oder so. Und dann habe ich die gesehen und gedacht, ja, nimmst du mal mit. Und was mir auch super gefällt, dass es Lammfell auf der Innenseite der Hufglocken super vernäht ist, sodass hier halt keine. Jetzt macht nicht scharf, sodass keine Ecken, also oder scharfe Ecken entstehen, die halt dann wieder das Fell aufscheuern können. Dann habe ich auch passend zu unserer Türkis-Reihe mir jetzt auch noch Bandagen gekauft, die ich vorher noch gar nicht hatte. Die sind auch von der Firma Busse und waren halt auch echt runtergesetzt. Und ja, dann habe ich mir neue Röckelhandschuhe gekauft, weil meine teilweise jetzt schon echt mega viele Löcher irgendwie in den Fingern haben. Und ja, eigentlich gibt es darüber gar nicht mehr zu sagen. Die sind wieder dunkelblau, so wie eigentlich alle meine Handschuhe vorher auch. Und haben halt hier diesen schönen weißen Rand, dass ich finde. Ja, die Handschuhe ein bisschen ja, besonders machen. Und ja, mir gefallen die einfach super gut und ich habe mit Röckel mittlerweile auch echt super Erfahrungen gemacht. Als nächstes habe ich der Donny Steigermaschen von der Marke Ceratex, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, gekauft. Das sind Steigermaschen mit Keramikstoff, die halt helfen sollen, die Durchblutung zu fördern oder jetzt wie bei Donny über, also gegen Überbeine wirken soll. Und da Donny ja an ihren Röhrbeinen vorne wirklich zwei richtige Überbeine schon seit Fohlen anhat, hoffe ich einfach, dass die mit diesen Gamaschen ein bisschen zurückgehen, weil es teilweise wirklich, glaube ich, echt der Donny wehtut, wenn dann da die Gamaschen beim Springen drauf drücken. Ja, ich habe aber jedoch, wenn ich mit Bandagen springe, halt Angst, dass die beim Springen aufgehen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir mit diesen Gamaschen ja, einen Erfolg sehen können. Dann war ich noch bei Spooks und habe mir da eine Sweatshirt-Jacke noch gekauft. Die gefällt mir persönlich eigentlich besonders gut. Ich habe zwar eigentlich gedacht, dass die dunkelblau ist, jedoch ist sie jetzt wirklich komplett schwarz. Das hat man leider in dem Licht nicht so genau erkannt. Und ja, war ich noch in dem Spooks Outlet und habe mir da eine Lexington Fleecejacke, glaube ich, heißt das, gekauft. Ja, in diesem dunkelblau-schwarz ist, glaube ich, auch. Die gefällt mir eigentlich wirklich richtig, richtig gut, da es einfach irgendwie ein bisschen elegant aussieht mit dem hohen Kragen. Und ich finde, das kann man halt auch mal gut auf dem Turnier noch eben irgendwie beim Fertigmachen
ja, anziehen. Es sieht halt trotzdem ordentlich aus. Und ja. Fällt mir besonders gut, da sie halt auch im Outlet ist, war sie halt auch extrem runtergesetzt. Sonst finde ich das halt meistens etwas teurer. Aber so gefallen mir die Sachen generell von Spooks auch echt gut. Und ja, bin ich sehr zufrieden mit diesem Kauf. Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und mich würde auch interessieren, was ihr auf der Equitana so geshoppt habt. Ja, schreibt es einfach ruhig in die Kommentare. Auch wenn ihr noch weitere Videowünsche habt, da jetzt bald Osterferien sind, werde ich auch die meisten wahrscheinlich erfüllen können. Und ja, ich wünsche euch noch alles Gute und viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!